Een bezoek aan Hannover is verfrissend en verrassend. Hier hebben stedelijke vibes altijd een groen randje. En die afwisseling is fijn tijdens een stedentrip. Onze loco vertelt je graag hoe hij denkt dat je de diversiteit van Hannover het beste kunt beleven. Mijn naam is Daniel. Ik ben 37 jaar oud. Ik woon seit fast 20 jaar in Hannover. En ik liebe es hier zu wonen. Geheimpunkt ist meine Firma, die ich vor mittlerweile 11 Jahren gegründet habe. Und damit habe ich mir einen Traum erfüllt. Ich habe mein Hobby Geocaching zum Beruf gemacht. Geocaching-Konzepte für Städte ausarbeite, Schatzsuchen und Schnitzeljagden ausarbeite für Touristen, für interessierte Gruppen, für Teams. Die Welt zum Spielplatz machen, das ist die Unternehmensvision. Mein Unternehmen entwickelt Geocaches für unterschiedliche Auftraggeber. Und so haben wir zum Beispiel einen Geocache für Besucher aus Japan, aus Großbritannien, aber eben auch aus den Niederlanden entwickelt. Eine Schnitzeljagd ist eine gute Möglichkeit, um eine Stadt zu erkunden. Eine, die ich wirklich am allerliebsten mag, ist unsere James-Bond-Schnitzeljagd, bei der es darum geht, Hannover zu retten. Da gibt es nämlich am Ende auch einen kleinen Schnaps und das finde ich auch immer wichtig. Man kann Hannover nicht verlassen, ohne Schnaps getrunken zu haben. Jeder Besucher, der nach Hannover kommt, sollte sich auf jeden Fall die Herrenhäuser Gärten anschauen und mit dem Aufzug im neuen Rathaus bis in die Kuppel hochfahren und dann den wunderschönen Rundumblick über Hannover genießen und gucken, wie groß und auch wie grün diese Stadt ist. Das ist eine absolute Empfehlung. In meiner Freizeit mache ich eine Aktivität, die nennt sich Limmern. Man holt sich in einem der vielen Bottleshops auf der Straße ein Bier, geht einfach die Limmerstraße hoch und wieder runter und wieder hoch und wieder runter. Auf der Limmerstraße findet man immer Leute, mit denen man sich unterhalten kann. Es gibt ganz kleine Restaurants, ganz schöne kleine Cafés. Das ist eine der schönsten Sachen, die man hier in Hannover machen kann. Ich bin stolz darauf, dass Hannover eine Stadt ist, in der Sachen möglich gemacht werden. Man möchte, dass man was macht, dass man was bewegt und es werden einem Türen aufgemacht. Und das finde ich toll. Hannover in einem Satz, die grüne Stadt, in der alles möglich ist.